Die Patientin kommt wegen einer Behandlung der Zornesfalte und man sieht hier eine feine Linie zwischen den Augen. Das ist die Zornesfaltenlinie. Die kann sich schon mal verdreifachen, je nachdem, in welchem Stadium sie ist. Jetzt gerade, wenn sie das Ganze aktiviert, sieht man das noch deutlicher. Und die Behandlung erfolgt einmal mit Hyaluronsäure, damit das Ganze auch aufgebaut wird. Sicherlich kann man hier auch mit Botulinumtoxin arbeiten. Das hängt immer davon ab, wie stark die Falte ausgeprägt ist, wie die Haut Flexibilität an der Stirn liegt. Das sind einzelne Faktoren, die der plastische Chirurg dann am Ende entscheiden muss mit dem Patienten gemeinsam, damit man so ein schönes Ergebnis dann auch erhält. Und dafür denke ich, ist das Beratungsgespräch das erste Grundstein.